Heute ist Tag 6, glaube ich. Wir sind echt früh aufgestanden. Es ist noch kühl, ein bisschen zu kalt. Denn heute haben wir das anstrengendste Ziel auf unserer Reise vor uns. Und zwar, wir werden die Zugspitze erklimmen. Und dafür brechen wir jetzt ganz früh auf durch die Partnerklamm. Leider öffnet die erst um 8 Uhr. Das heißt, das ist das frühestmögliche Ziel. Wanderweg ist so circa 10 Stunden angesagt, 21 Kilometer. Und wir nehmen euch jetzt mit da hoch auf die Reise. Und ja, mal gucken, wie wir uns da schlagen. Ich denke mal, ich gehe da rein. Noch starten wir im Tal, hier im Stadion, wo die Flieger fliegen. Naja, die Skiflieger. Die Beine sind noch fit, der Kopf ist auch noch fit, der Rucksack ist extrem schwer, weil wir haben jede Menge Wasser dabei und es gibt verschiedene Stationen, die wir jetzt ansteuern. Und ja, mal gucken, wie einfach es wird, die 21 Kilometer bis hoch auf die Zugspitze zu meistern. So, wie sich das gehört, hat natürlich YouTube-Prominenz, wie wir, sofort schon Geleitschutz durch einen Helikopter hier auf dem Weg. Ja, wie gesagt, standesgemäß, ne? Ja, es wird wieder gruselig. Nicht nur in der Mosel wird es gruselig, sondern auch hier unten in Bayern. Das war ein nasses Vergnügen, aber unfassbar imposant. Und es tropft mir sogar jetzt noch auf den Kopf. Es ist ein bisschen nass geworden. Es ist früh morgens, aber da wird man wach. Da wird man definitiv wach da unten in unserer Betthöhle. Nach dem Wandern folgt natürlich wieder das Kraxeln. Das heißt, wir müssen bergauf. Kraxeln, wandern, das macht Spaß. Wir haben uns schon mal die ersten Klamotten entledigt. Weil die Höhenmeter, die hat uns keiner gesagt auf dem Weg. Nein, Quatsch. Die ersten Anstiege hatten es hier schon in sich. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt der richtige Weg war. Ich informiere mal weiter, ne? So, nach ein bisschen Kraxeln haben wir die Partneralm sehr gut erreicht. Aber da haben wir schon den ersten Rückschlag auf unserem Weg. Und zwar scheint der Weg zur Bockhütte ja, durch Steinrutsch oder irgendetwas versperrt zu sein. Das heißt, da kommen wir nicht durch. Und das macht es natürlich jetzt... ja, sehr, sehr schwierig. Jetzt müssen wir einen Umweg nehmen. Was das jetzt genau für den Weg aussagt, weiß ich noch nicht. Das finden wir dann heraus. Das heißt, die Beine tragen uns fort und wir gucken, wie weit wir kommen. Ich fühle mich gerade irgendwie befreit. Ich hatte gerade einen ziemlich toten Punkt bei den ganzen Umwegen. Lag aber nur an meinem Rucksack, den jetzt meine Freundin schleppt. Ich weiß nicht, was ich da drin geladen habe, aber Steine sind bestimmt dabei. Mit Sicherheit, ja. Nur eben, damit alle sehen, was hier los ist. Man hat sich gerade über mich noch lustig gemacht, dass ich so langsam gehen würde. Wie fühlt sich an mit dem Rucksack, Lisa? Jetzt schlendere ich. Komm, junge Frau. Uns fällt gerade auf, wir haben 11 Uhr, haben 18.900 Schritte gemacht und sind schon eigentlich fix und foxy und haben unser erstes, natürlich alkoholfreies Bier drin. Im normalen Ablauf, wenn wir keinen Urlaub haben, machen wir jetzt gerade mal unser Brötchen warm und frühstücken. Also, ja, Urlaub ist schon was Feines, ne? Tal des Todes, also praktisch in den USA. Nein, sind wir nicht. Wir sind immer noch auf dem Weg zur Zugspitze und hier ist nichts. Es ist alles das weiße Gestein, alles von den Bergen runter. Wir hören zwar noch von drüben das Wasser. Wahnsinn.
Wir nähern uns dem Wasserfall und ganz ehrlich, der erste Teil des Weges hoch auf die erste Alm war wirklich schlauchend. Hier wird man aber mit einer Wahnsinnsaussicht belohnt. Man ist direkt an der Partnach entlang und jetzt steuern wir geradewegs auf den Wasserfall zu. Und das sind natürlich alles Zwischenziele, die lenken das Auge so dermaßen ab, dass man sich gar nicht auf seine Füße konzentriert. Infinity Pool, mitten in den Alpen. Wäre doch schön blöd, wenn ich den nicht nutzen würde, oder? Da habe ich gerade reingepinkelt. Stört dich nicht? Ja, ist okay. Wie sieht Freude aus? So. Bei uns kommt gerade die Diskussion auf, umdrehen oder nicht. Wir wollen noch zur sonnalpinen Seilbahn. Das würde uns dann die letzten Meter dann eben zur Zugspitze hochbringen. Da hat uns gerade ein Schild gesagt, für jetzt noch 4,5 Stunden. Wir haben auch jetzt an der Hütte kurz nur eine Pinkelpause gemacht und sind jetzt weiter auf dem Weg. Also wir sind stramm weiter unterwegs. Noch habe ich meinen Dickschädel durchgesetzt. Wir stapfen weiter und erhöhen unser Tempo. So, Wege sind hier oben kaum noch zu erkennen. Wir dachten, es wird unwörtlich, aber hier oben ist Leben pur. Und zwar ein Paradies für Schafe. Ja, nur kein Bier. Die roten Striche weisen uns den Weg. Also eins steht fest, die Route, der wir folgen, war im Internet mit leicht benannt. Jedoch ist gar nicht leicht. Das ist schwer. Also eins sage ich euch, wir sind nicht die Unsportlichsten. Ich spiele Fußball, Lisa macht Crossfit und allen möglichen anderen Kram. Aber das Erklimmen durch diesen Weg, der als leicht angegeben ist, ist so ziemlich das Anstrengendste, glaube ich, was wir gemacht haben. Denn hier ist kein Weg. Das ist Klettern ohne Seil. Naja, vielleicht jammer ich auch ein bisschen sehr und andere, die den Weg schon gemacht haben, sagen, das ist ein Katzensprung. Ich halte mich nicht für komplett unsportlich. Das haut rein. Kleiner Tipp am Rande. Gönnt euch den Luxus und fahrt zur Zugspitze. Denn der Weg ist bestialisch. Wir nähern uns der Knorrhütte. Und die Kondition nähert sich auch dem Ende. Also das hat's in sich. Aber mal gucken, ob die Knorr-Hütte auch super hat. Ja, ihr seht, für schlechte Scherze ist es noch nicht so spät. Aber eine Zwischenstation würde jetzt gut tun. Hütte? Ja. Wir haben eine Hütte gefunden. Ich glaub's nicht. Oder ist es eine Fata Morgana? Ist auch nicht ganz klar. Ich will ein Bier. So, wir haben es nach oben geschafft. Hier oben ist wirklich eine Oase. Eine Oase in den Bergen, nicht in der Wüste. Die Knorrhütte auf 2052 Meter. Wir haben was schön Kaltes zu trinken gekriegt. Das tat gut. Wir sehen Schnee. Stimmt, Schnee. Da oben ist das Ziel. Die Zugspitze. Wir nähern uns. Und ich glaube, ich bin nicht mehr so frisch wie am Anfang in den ersten Aufnahmen. Ne? Seht's mir nach. Wir nähern uns dem Schicksalsberg. Psst. Was? Nicht, dass wir eine Lawine auslösen. Und Lisa hat Angst, dass wir eine Lawine auslösen. Lawine. Wir nähern uns dem Ziel. Wir gefunden und ein Berggipfel. Nur ist der jetzt in Nebel gehüllt. Schönes Timing. Die erlösende Seilbahn, die uns praktisch die letzten Meter hochbringt. Da ist nichts verwerflich dran. Das ist wirklich anstrengend. Und ganz ehrlich, teilt euch das in 2 Tagen auf. Wir werden es jetzt vielleicht gerade so schaffen, aber wir sind von der Zeit echt eng dran. Schnee! Hier nochmal ein Lebenszeichen. Meine Beine sind tot.
ist alles durch. Wir sind kurz vorm Ziel. Da drüben sehe ich die Talstation schon, die uns mit der Gondel hoffentlich nach oben bringt. Ich bin fertig. Ich bin fix und fertig. Aber wenn wir oben sind, glaube ich, ist der Moment noch geiler. Weil es klingt blöd. Natürlich ist es cool, hochzufahren auf die Zugspitze. Aber um den Berg wirklich erlebt zu haben und zu wissen, was heißt 2900 Höhenmeter auf 21 Kilometer von Garmisch-Partenkirchen zu Fuß hier hoch. Ich glaube, dafür muss man das tatsächlich auf eigene Faust zu Fuß gemacht haben. Dann weiß man, was der Berg bedeutet. Ich wusste es vorher nicht. Jetzt bin ich schlauer. Fährt die Erlösung. Und wo kommt sie her? Von da drüben, aus dem Nebel. Wie es aussieht, haben wir noch mega Glück. Wir erreichen die Seilbahnstation noch gerade rechtzeitig. 16.30 Uhr fährt die letzte Gondel hoch. Wir haben 16.10 Uhr. Ja, wenn wir die nicht mehr gekriegt hätten, dann hätten wir echt entscheiden müssen, nehmen wir den letzten Aufstieg, der nochmal extrem hart sein soll, oder kehren wir um und müssen auf einen der Talstationen übernachten. Andere Möglichkeit hätte es nicht gegeben. Dann hätten wir auf dem Berg festgesessen. Just in time. 16.20 Uhr. Wir haben es nach oben geschafft und mir fehlt sogar die Kraft zum Jubeln. Aber der Ausblick macht alles wett. Sieht so unfassbar genial aus. Wenn ich jetzt hier oben bin, sage ich das, weil wenn ich morgen wieder unten bin und meine Beine sich erholt haben, dann sage ich, war nur halb so wild. So, das sage ich jetzt aber nicht. Deshalb auf jeden Fall 2 oder 3 Tipps, mal gucken, wie viel es wären. Ich kann nicht mehr ganz klar denken. Wenn ihr hochwandern wollt, macht das in 2 Tagen. Macht eine gemütliche Station dazwischen, übernachtet irgendwo. Das ist deutlich angenehmer, als hier hoch zu pacen. Und wenn ihr da hoch wollt, erkundigt euch auch, ob die Klamm offen ist, weil die Klamm macht erst um 8 Uhr auf und dann habt ihr nicht mehr viel Zeit. Ja, wir haben jetzt gerade erfahren, wir hatten doch Glück. Die eine Gondel fährt noch ein bisschen länger hoch bis 17.25 Uhr, aber auch nur in 2 Monaten im Jahr. Das heißt, wenn ihr es nicht schafft, von 8 Uhr morgens bis 16.30 Uhr, also in 8,5 Stunden da hochzukommen, dann habt ihr ein Problem. Deshalb teilt euch das lieber auf und genießt den Ausblick. Aber ich kann euch nur empfehlen, erwandert das. Das lässt einen den Berg nochmal komplett anders fühlen. So, und da mich meine Kräfte zum Abmoderieren zumindest für die Zugspitze jetzt verlassen, genießt einfach mit mir jetzt nochmal diesen Wahnsinnsausblick, den wir hier oben mal haben. Genau das werden wir jetzt auch tun. Direkt nach Ende unserer Aufnahmen, nachdem ich gesagt habe, so jetzt ist gut, haben wir uns noch einen Augenblick den Ausblick hier angesehen und jetzt ist hier nichts mehr, jetzt hier nur noch Milch. Alles nebelig. Glück muss man haben.